Herzlich willkommen zu diesem Video Scratch 3.0 Koordinaten abfragen und zu diesen gehen. Du wirst mit Hilfe dieses und natürlich auch der anderen Videos meines Scratch Tutorials rasch Schritt für Schritt mit Hilfe der kostenlosen Software Webseite Scratch den Einstieg in das Programmieren finden. Mach am besten hier gleich mit. In der Videobeschreibung hier unten findest du eine Liste aller anderen Scratch Videos und wenn du diese von Anfang an durchgearbeitet hast, findest du dich eh schon recht gut zurecht. Wir sind ja hier schon im 14. Video. Da geht es um Koordinaten, Abfragen und so weiter. Schauen wir uns das einmal an. Ich habe hier jetzt einmal auf Los zu klicken und dann fragt er mich nach einer X-Koordinate. Da gebe ich dann mal 45 ein und eine Y-Koordinate möchte er auch haben. Da gebe ich einmal 80 ein und er springt dann an die entsprechende Stelle und du hast die Koordinaten geändert auf so und so. Ja, und wie schaffe ich das? Das Anklicken, dass das Programm startet, das kennst du schon seit dem ersten Video. Gehe zu X00, das heißt, er springt in die Mitte dann dieser Bühne. Das kennst du auch, das ist hier in diesem Bewegungsbereich, diesen Bewegungsarten drinnen. Und dann vor zwei Videos haben wir das kennengelernt, dass man etwas eingeben kann. Nämlich Frage bitte dir wünscht X-Koordinate eingeben. Wenn ich das jetzt hier starte, dann erscheint dann da unten, hier oben erscheint dieser Text, das sagt er dann. Und was man dann eingibt, das sieht man dann hier in diesem Bereich fühlen. Was man eingibt, landet dann hier in dieser Variable Antwort. Und damit diese Variable Antwort dann der Wert, das was ich eingebe, nicht verloren gibt, ordne ich das hier gleich einer Variable zu. Ich habe hier nämlich im Bereich Variablen zwei Variablen angelegt, eine für x neu. Wie das geht, haben wir ja schon im vorgehenden Video besprochen. Man klickt auf neue Variable, legt einen Namen fest und dann später auch für die nächsten weiteren Schritte habe ich dann hier diese Variable y neu festgelegt. Ja, was mache ich? Ich gebe hier etwas ein. Der Wert der Variable Antwort wird dann in dieser Variable gespeichert. Dann mache ich das Ganze noch einmal. Für die Y-Koordinate wird dann hier gespeichert. Und damit gehe zu. Das wird im Bewegungsbereich natürlich sein. Gehe zu. Da gebe ich dann den Wert der Variable dann hinein. Ziehe das dann hinein. Ja, du weißt eh, wie das geht. Springe dann an die beiden Stellen. An diese Stelle mit der X- und der Y-Koordinate. Und sagt danach dann, du bist auf den folgenden Koordinaten gelandet. Das sagt er dann für 2 Sekunden. Und dann gibt er dann diese Werte dann aus. Wieder mit dem Sagen dann. Das geht ja wieder über Aussehen. Und dann hier mit diesen Operatoren verbinde. Wie im letzten Video schon einmal gezeigt, verbinde. Gibt er das dann aus. Hier statt Apfel schreiben wir X hinein. Und da geben wir den, statt Banane geben wir dann den Wert der Variable ein x neu hinein, ziehen wir hinein, der wird dann für 2 Sekunden gesagt und dann natürlich dann hier dann derjenige Wert dann für y wird dann ebenfalls ausgegeben und zum Schluss ist dann auch letztlich sich irgendwie gehört, damit dann wirklich alles schön beendet wird, machen wir Stopp, alles. Ja, und das war es eigentlich schon, dass das hier kennengelernt, wie man Koordinaten abfragen kann und wie man durch diese gezielten Eingaben dann, wenn man sie in Variablen speichert, dann auch die Figuren dann, wie es hier die Katze ist, an einer bestimmten Stelle bewegt. Ja, nächstes Video, da geht es dann um bestimmte Formen von Variablen, nämlich Listen, Arrays und andere Elemente. Bis zum nächsten Video.